Ja, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen heute hier auf dem Stand von Let's Be Smart auf der IMM 2017. Mein Name ist Klaus Brakowski. Ich darf Sie heute durch das innovative Haus führen. Und wir beginnen hier draußen bei der Garage. Die Familie Müller bewohnt dieses Haus und in der Regel eigentlich parken die vorwärts rein. Allerdings heute wollen sie Ihnen das Fahrzeug, das Elektrofahrzeug präsentieren. Deswegen einmal heute zufälligerweise einmal rückwärts. Die Rheinenergie sponsert dieses Fahrzeug. Wir haben hier auch eine Mennekes-Säule. Über die Mennekes-Säule wird das Fahrzeug mit Energie gespeist. Das Garagentor geht auf von der Firma Marantec. Sie sehen, hier haben wir ein PV-Panel. Der Motor von Marantec wird auch darüber gespeist. Ebenso, das können wir hier leider nicht symbolisieren. Normalerweise ist die PV-Anlage wesentlich größer für den Speicher, den wir in der Garage sehen. Dieser Speicher kommt von der Firma Fissmann, gestellt von der Firma Rheinenergie. Der ist beliebig nach Bedarf aufrüstbar. Und dieses Elektrofahrzeug, wenn wir keine Sonnenenergie haben, in Echtzeit, dann kriegen wir die Energie durch den Energiespeicher. Wir können aber auch, der Energiespeicher kann natürlich auch verwendet werden für unterschiedliche Geräte, die im Haus halt dementsprechend verfügbar sind. Ja, die Familie Müller, die kommt nach Hause. Es ist jetzt Dämmerungszeit nach dem Feierabend. Und durch die Bewegungsmelder, die am Haus hier auch installiert sind, erkennt das System, da ist irgendjemand. Und Sie sehen gerade, der Stein, der ist von weiß auf blau umgestellt, soll symbolhaft darstellen: Mensch, Herr Müller, du hast den Mülleimer noch nicht rausgestellt, nämlich morgen ist die Müllabfuhr da. Insofern sollte das einfach eine Gedankenstütze sein. Damit wollen wir einfach so ein bisschen symbolhaft darstellen, wie einfach Smart Home ist. Mit einfachsten Mitteln sind Dinge einzustellen, die einfach alltagstauglich sind. Und jeder Mann, der dafür zuständig ist, den Müll rauszubringen, weiß, wie solche Dinge sinnvoll sind. Nämlich gerade vor allen Dingen morgens um 6 Uhr aufzustehen und den Müll wegzubringen, das macht nicht wirklich Spaß. Und das ist ein kleines Gimmick auch hier gerade im Smart Home. Ja, Herr Müller ist so frei und öffnet seiner Frau die Tür, macht es in diesem Fall über das Smart Home Gerät. Allerdings, was nicht heißt, dass Sie das nicht einfach manuell ganz normal mit einem Schlüssel machen können oder mit einem PIN-Tab, was Sie an der Tür finden. Hier sehen wir ein Klingelsystem. Da drin integriert ist auch eine Kamera. Die Kamera überträgt das Bild auf mein Smartphone. Wenn geklingelt wird, ich sehe, wer vor dem Haus ist. Dementsprechend gibt es eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel ich der Putzfrau oder dem Putzmann, sage ich mal, den Schlüssel vergessen habe zu geben oder die Person hat den Schlüssel vergessen, verloren, wie auch immer. Dementsprechend ist das eine wunderbare Sache. Er legitimiert sich durch das Bild und ich kann das von der Ferne, wo auch immer ich mich befinde, auch öffnen. Ja, wir bewegen uns rein ins Haus. In der Regel, das ist jetzt von Ihrer Seite natürlich nicht sichtbar, wird natürlich ein Szenario abgebildet, wenn die Tür geöffnet wird, je nachdem, welche Uhrzeit wir haben, wird das Haus dann dementsprechend in die Szene versetzt, die wir auch haben. Hier sind wir im Eingangsbereich. Wir haben hier einen Spiegel. Dieser Spiegel ist auch intelligent. Im Hintergrund ist ein System, kann verwendet werden für unterschiedlichste Dinge. Das kann natürlich der Terminkalender sein, der eingebunden ist und den Termin dann dementsprechend für die Mülleimer dann auch hinterlegbar sein könnte. Dann darüber hinaus natürlich das gesamte System, womit man hier eine Anlaufstation hat, um irgendwelche Schaltungen vornehmen zu können. Wir sind reingekommen, aktivieren jetzt den Alarm. Beziehungsweise der grundsätzliche Alarm, der aktiviert war, wenn wir außerhalb des Hauses sind. Wenn wir im Haus sind, schalten wir die Alarmanlage auf intern scharf. Bedeutet, dass bestimmte Sensoriken, die im Haus sind, wie zum Beispiel Bewegungsmelder, nicht scharf geschaltet sind, sondern die gesamte Außenhülle soll geschützt werden. Ich bin ja im Haus. Dementsprechend wollen wir das hier ein bisschen symbolisieren. Da haben wir einen Einbrecher, der versucht, hier Zutritt sich zu verschaffen.
und der Alarm ertönt. Sind unterschiedliche Szenarien. Hier in diesem Fall geht die Beschattung auch runter. Das irritiert natürlich den Einbrecher, so dass wir ihn hier vielleicht in eine Flucht auch dadurch schicken können. Ja, dann bewegen wir uns weiter Richtung Mehrgenerationenraum. Hier haben wir einmal ein Möbelstück, ganz interessant, Morian ist ein Möbelstück mit Soundanlage integriert und das ist das, was wir heute hier auch zeigen wollen. Es ist viel Technik im Haus, aber die muss nicht sichtbar sein. Und hier sehen wir das Möbelstück mit der kompletten Soundanlage, hat ordentlich Wumms, wenn man die richtige Lautstärke einstellt, ist ein ganz, ganz interessantes Teil. Ja, wir sehen hier eine bettlägerige Person. Im Bett. Das Bett lässt sich natürlich in sämtlichen Richtungen ansteuern, kann auch temperiert werden, so wie es halt eben gewünscht ist. Und wer mag, kann es auch gleich mal ausprobieren, eine wunderschöne Massage. Nicht irgendwelche Streicheleinheiten, sondern tatsächlich eine ordentliche Massage. Ja, hier präsentieren wir ganz kurz die Vorzüge des Smart Homes, das heißt, die bettlägerige Person hat hier ein iPad in der Hand und kann von da aus sämtliche Funktionen ansteuern und das ist natürlich praktikabel für solche Szenarien. Zum Beispiel jetzt die Gardinen zu schließen oder aber auch die Beschattung, Beleuchtung etc. Solche Dinge lassen sich natürlich damit machen. Hier haben wir ein WC der Firma Grohe. Es ist komplett selbstreinigend. Es ist ein Kohlefilter integriert oder eingebaut. Das bedeutet hier auch, die Entlüftung ist auch mit integriert. Also lässt sich dann doch schon so ein paar Minuten hier auch aushalten auf dem Sitz. Und was ich hier gerade demonstrieren möchte, ist, das Gerät erkennt, ob jemand da drauf sitzt oder nicht. Fährt einen kleinen Säuberungsstatus aus und ich kann mein Profil starten, das was ich im Vorfeld abgespeichert habe, das kann übers Smartphone passieren, es kann aber auch genauso über diese Fernbedienung. Sie sehen, das ist gestartet, ich kann unterschiedliches oszillierend oder aber auch die Massage dann dementsprechend so einstellen, wie ich es möchte, nach meinen eigenen Wünschen. Sollte der Waschvorgang vollzogen sein und Sie glauben, dass das ausreichend ist, dann können Sie auch hier den Föhn starten. Das bedeutet, dass Sie hier ohne Papier das WC verlassen können und zwar hygienisch frei. Anschließend, ich sage mal, das, was wir hier in Deutschland haben, was in der Regel, zumindest laut Grohe, braucht man das nicht. Aber man hat ja ein Gefühl, man muss da drücken. Und wenn Sie den Stuhl verlassen, erkennt das System, was das für ein Toilettengang war und dementsprechend wird die Spülung auch angestoßen. Für uns hier in Deutschland so ein bisschen zu schmunzeln, ich merke das auch immer wieder in den ganzen Runden, aber ich kann Ihnen sagen, in Japan ist es zu 90% sind solche WCs verbaut. Ja, die Frau Müller, die hat sich schon bequem gemacht im Schlafzimmer in ihrem Bett. Und möchte schlafen gehen, dementsprechend versetzt sie das gesamte Haus in den Schlafmodus. Heißt in dieser Form, sämtliches Licht wird ausgeschaltet, Musik kann ausgeschaltet werden, die Beschattung wird runtergefahren, Alarm wird aktiviert und zwar den Vollalarm. Und irgendwann mal nachts hat man natürlich auch mal ein Bedürfnis auf die Toilette zu gehen. Dann wird hier ein gedimmtes Licht angeschmissen bzw. eingeschaltet, um einfach den Schlafnachbar nicht zu wecken. Aber trotzdem einen bestimmten, die Helligkeit, dass die Helligkeit auch da ist. Wir haben hier die Möbel von der Firma Nolte verbaut, sowohl das Bett als auch die Schränke. Ja, dann bewegen wir uns weiter ins Wohnzimmer. Auch hier hat sich der Herr Müller gemütlich gemacht und sitzt auf dem Sofa von der Firma Rom, das komplett automatisierbar ist. Das heißt, in sämtlichen Lagen kann man das Sofa stellen.
das, so wie man sich das wünscht, ein TV-Szenario bewirkt, dass es dann halt in einen gewissen Modus geht, Fernseher geht an und man kann sich das einfach gut gehen lassen. Wenn hier auch bestimmte Szenarien das immer wieder über Smartphone gezeigt werden, so ist es immer grundsätzlich über die einzelnen Geräte immer steuerbar. Das heißt, hier sind Knöpfe verbaut, dass man ohne Smartphone auch in die jeweilige Position fahren kann. Was auch interessant ist, auch hier kann ich Profile hinterlegen, kann zum Beispiel TV-Profil oder Leseprofil und dementsprechend fährt das Sofa in die jeweilige Position. Hier sehen Sie, wir haben hier drei Segmente und wir können in unterschiedlicher Form auch angesteuert werden. Auch hier ist das Möbelstück von dem Morion auch eine Soundanlage verbaut, die in ähnlicher Form funktioniert, wie wir es gerade im Mehrgenerationenraum gesehen haben. Die gesamte Lichtanlage, die wir hier sehen, in unterschiedlichen Szenen, die kommt von der Firma Oligo. Sie sehen die ganzen einzelnen Objekte, die können die Objekte bestrahlen, so wie sie es ganz gerne möchten, können natürlich in unterschiedlichen gedimmten Formen eingestellt werden. Jede einzelne Lampe kann eingestellt werden oder halt eben in unterschiedlichsten Szenarien. Das Thema Licht ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn man sich damit beschäftigt, wie das Licht auf uns wirkt. Das bedeutet, dass hier auch Oligo sich ungemein viele Gedanken macht. Licht bedeutet noch lange nicht Licht, auch die Farbelemente bzw. die Farben, die darüber kommen, das hat extrem viel mit unserem Wohlbefinden zu tun. Insofern hat sich auch hier Oligo viele, viele Gedanken darüber gemacht. Auch solche Dinge, auch diese Stehlampen, die kommen von der Firma Oligo, das ist auch smart. Ohne ein Smartphone zucken zu müssen, können Sie über Gesten die Lampe an- und ausmachen oder aber auch in der Form dimmen, wie Sie es möchten. Dann kommen wir auch in unser Büro. Hier haben wir einen Ruhesessel von der Firma Sonic Chair. Kann ich nur jedem Einzelnen empfehlen, sich da mal reinzusetzen. Das Wohlgefühl ist fantastisch. Also setzen Sie sich da einfach mal rein. Sie vergessen alles, was rumherum passiert. Ihre Sorgen können Sie einfach lassen, da wo Sie sein sollen. Und können einfach Ihre Musik, Ihre Lieblingsmusik hören. Sie werden von außen nichts mehr mitbekommen. Und einfach klasse. Dann haben wir hier einen verstellbaren Tisch. Der lässt sich ohne weiteres Höhen verstellen oder aber auch seitlich, wie auch immer. Ich kann beim Sitzen kann ich arbeiten oder halt auf der anderen Seite dann beim Stehen. Das kann ich für mich dementsprechend einstellen. Ja, wir bewegen uns weiter in Richtung Hauswirtschaftsraum. Der Hauswirtschaftsraum ist bestückt mit Möbeln von der Nolte-Küche. Und die Elektrogeräte wie die Waschmaschine und der Trockner von der Firma Miele. Sehr interessant bei der Firma Miele, auch ganz neu, ist die zwei Komponenten Waschmittel, das Waschmittel selbst, aber auch die Bleiche. Das hat den Vorteil, dass die Anlage, je nachdem, welche Wäsche auch in der Waschmaschine drin sind, da dementsprechend auch automatisiert dosieren kann. Darüber hinaus ist das System so eingerichtet, sollten die Kartuschen leer sein, kriegen Sie eine Meldung und Sie können automatisiert nachbestellen zu Ihrem Komfort und natürlich zum Vorteil von Miele, ist klar. Dann haben wir hier symbolhaft einen Rohrbruch, wollen wir hier darstellen. Und zwar in diesem Fall ist es natürlich symbolhaft dargestellt mit einem Sensor. Wasser strömt aus. Und was passiert im Hintergrund? Es ist so, dass im Hintergrund ein Stellventil ist, das die gesamte Wasserzufuhr abriegelt. Natürlich, wo man jetzt hier vorsteht und wartet, fühlt sich das an wie eine Ewigkeit. Aber jeder Einzelne, der einen Rohrbruch schon mal im Haus hatte, weiß, was das bedeutet, einen Wasserrohrbruch zu haben. Und insofern ist das natürlich eine extrem sinnvolle Angelegenheit. Wenn Sie mir hier auch noch mal weiter folgen würden, dann sind wir hier im Technik- bzw. Anschlussraum, der für die meisten sehr uninteressant ist oder wirkt, allerdings ist er hochspannend.
Wir haben hier unterschiedliche Zähler eingebaut, Gas, Wasser und Strom. Sämtliche Zähler sind digitalisiert, heißt im Prinzip, dass sämtliche Daten übertragen werden an das Hauptsystem lokal im Haus. Und diese Daten lassen sich auswerten in jeglicher Form. Das heißt, Sie können Analysen machen, wie ist Ihr Verhalten, wie ist Ihr Verbrauchsverhalten beim Strom und können aufgrund dessen, aufgrund der Analyse, Ihr Verhalten ändern. Alleine durch das Ändern Ihres Verhaltens haben Sie eine Menge Möglichkeiten an Ansparungspotenzial. Laut Statistik ist es bei einem normalen Haushalt mindestens bei 100 Euro. Es ist in der Tat so, also auch aus der praktischen Erfahrung kann ich hier dem auch zustimmen, dass es auch tatsächlich so ist. Natürlich muss man das Verhalten ändern, aber das können Sie nur ändern, wenn Sie wissen, was Sie da falsch machen. Und das sagt Ihnen auch das System. Dann haben wir hier eine Therme von der Firma Fissmann. Auch hier ist der gesamte Raum gestellt von der Firma Rheinenergie. Das ist unser Energiepartner. Was erwähnenswert ist, ist, dass die Rheinenergie ein Contractor ist. Heißt, wenn Sie neu bauen oder auch renovieren und müssen Ihre komplette Technik wechseln, dann können Sie Rheinenergie rufen, sie beraten Sie. Am Ende des Tages entscheidet der Endkunde, welche Geräte verbaut werden sollen, aber die Finanzierung erfolgt über die Rheinenergie. Und Sie bezahlen die Geräte über die ganz normale Kilowattstunde, so wie Sie es auch heute kennen. Warum macht Rheinenergie das? Das liegt einfach daran, Sie haben erkannt, irgendwann mal werden wir unsere Energie eigenständig produzieren können. Und dementsprechend möchten Sie aber trotzdem dabei sein. Und das ist sicherlich unter anderem ein Punkt, sicherlich auch andere Vorteile, die es halt dementsprechend dadurch ergeben. Der Einbrecher hat natürlich vorne versucht reinzukommen, hat es nicht geschafft, ist irgendwie doch von der anderen Seite des Hauses reingekommen und weiß scheinbar, dass hinter dem Bild irgendetwas Wertvolles verborgen ist und öffnet beziehungsweise kommt an den Tresor rein und Sie merken, die Alarmanlage geht. Das heißt hier rot da hinten, die Alarmanlage leuchtet. Wir haben hier bewusst verzichtet auf den Ton, sonst das ist doch schon relativ penetrant. Auch hier wollten wir das ein bisschen symbolisieren, was möglich mit einfachsten Dingen möglich ist. Hier ist nichts anderes wie ein Kontakt, der hinterlegt wurde und angeschlossen an eine Alarmanlage, was das Ganze dann dementsprechend aktiviert. So, hier ist die Küche. Die Küche kommt von der Firma Nolte Küchen. Sie sehen, ich schalte hier das Licht auch über Tasten. Ich muss nicht unbedingt mein Smartphone hierfür zücken. Auch hier haben wir einige schöne smarte Dinge, wo ich hier etwas öffnen kann, ohne sagen wir, meine Hände dafür nutzen zu müssen. Und automatisiert lässt sich das Ganze auch wieder schließen. Elektrogeräte sind von der Firma Miele hier verbaut. Die geben uns Informationen zur Zentrale bzw. in dem Smart Home System und diese Informationen lassen sich für weitere Aktivitäten nutzen. Das heißt, der Backvorgang ist zu Ende, dementsprechend kriege ich eine Nachricht, in welcher Form auch immer. Das kann eine Push-Nachricht sein, eine E-Mail oder eine SMS. So wie man es möchte, kann man die Nachricht dann dementsprechend weiter verarbeiten. Auch hier ist das Licht von der Firma Oligo verbaut. Auch hier möchte ich Ihnen auch zeigen, bevor ich das Smartphone wieder zücken muss, dass ich die Schaltung auch ganz normal über Taster bzw. Fernbedienung auch bedienen kann. Wichtig zu wissen, wenn Sie hier zum Beispiel am Arbeitsplatz sind, dass Sie einfach Lichter so einstellen oder einrichten können, wie Sie es möchten. Natürlich lassen sich unterschiedliche Szenarien damit abbilden, das was wie es halt im für Sie am sinnvollsten ist. Ja, dann bewegen wir uns weiter in Richtung Außenanlage. Hier sind wir im Garten. Und da sehen wir schon, dass unser Roboter, unser Mähroboter schon in Aktion ist. Der Roboter kommt von der Firma Gardena. Der hat sein Eigenleben und sieh zu, dass der Rasen auf dem Stand ist, so wie halt eben sein soll, den sie ursprünglich auch eingestellt haben. Und er macht seine Arbeit, ob es Tag ist oder Nacht. Irgendwann, wenn die Batterie dann alle ist,
Dann fährt er zu seiner Station zurück. Durch die Station kriegt dann wiederum die Energie vom Energiespeicher und kann dann halt eben aufgeladen werden. Ja, dann haben wir auch eine Bewässerungsanlage von der Firma Gardena. In diesem Fall ist die Bewässerungsanlage für die Pflanzen eingebaut. Genauso ist es möglich auch für den Rasen, gibt es eine Bewässerungsanlage. Bei der Bepflanzung ist interessant oder erwähnenswert, dass hier im Hintergrund eine Datenbank eingerichtet ist für sämtliche Pflanzen. Und wenn Sie dann dementsprechend die Pflanzen einstellen, dann weiß das System, wie in welcher Form die Pflanze dann dementsprechend bewässert wird. Und im Zusammenhang mit der Sensorik funktioniert das dann natürlich absolut einwandfrei. Ja, die Familie Müller oder in diesem Fall Herr Müller, die Frau Müller ist wahrscheinlich irgendwo unterwegs, versucht irgendwo noch Sekt schnell zu ergattern. Auch hier kann dieser Whirlpool von extern, von irgendwo aus auch angesteuert werden. Ich bin zum Beispiel im Flughafen und weiß, in 2 Stunden bin ich zu Hause und möchte ein schönes Bad nehmen, möchte mich da begnügen, kann dann die Temperatur einstellen und das ganze Szenario anstoßen. Ich darf mal Ihren Blick einmal hier an diese Wand richten lassen. Da sind sämtliche Partner, die hier ihre Geräte verbaut haben. Alle Geräte, die wir heute eben gerade gesehen haben, sind vernetzt in einem System und lassen sich in der Form, wie ich es auch gerade gezeigt habe, über dieses System ansteuern. Und das ist das extrem Spannende. Viele meinen, das ist ein riesengroßes System, das was dafür notwendig ist. Aber eigentlich ist es ein simples, einfaches Gerät. Im Hintergrund natürlich viel Intelligenz enthalten, aber mehr ist es nicht. Unterschiedlichste Protokolle, die hier verbaut sind, werden dann halt über dieses Gerät auch eingebunden und auch steuerbar gemacht, so dass Sie sich mit der Technik überhaupt nicht auseinandersetzen müssen, sondern genau das ist, wofür das Gerät da ist, nämlich diese Vernetzung automatisiert zu machen. Ja, insofern, ich bin an diesem Punkt zum Ende meiner Reise gekommen mit Ihnen gemeinsam. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und wenn Sie mehr Informationen brauchen oder wünschen, gehen Sie auf die Internetseite letsbesmart.de. Da finden Sie sämtliche Informationen darüber. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann den ein oder anderen Knopf drücken, der zur Bestellung führen würde. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie natürlich noch Informationen brauchen, ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung bereit. Dankeschön.